Also, einen wunderschönen Tag, guten Morgen und hallo. Na, ihr könnt hingucken, eigentlich ein bisschen, wo ihr wollt. Aber ich würde sagen, eher da, weil das ist nur immer so ein bisschen, kommt dann so reingeschnitten nebenbei immer so ein bisschen. Genau. Guten Morgen, hallo. Wieder mal hier eine neue Folge von Hutzup Art. Nennt sich das gute, alte, gute Format im Format. Das Format im Format. Das ist ja jetzt mittlerweile schon. Und wir sind heute hier mal wieder an einer sehr schönen Ecke. Und wir sind hier an der Spree. Das kann man ja so viel kann man ja sagen. Die Spree ist ja lang und groß und weit. So, das ist ja jetzt nicht so konkret. Und sind hier ein bisschen beim Malen und beim Graffiti abfilmen und zeigen und sprühen. Und zwar bin ich heute hier mit zwei sehr, sag ich mal, guten professionellen Graffiti-Künstlern, nämlich dem Herr von Bias. Und dem Bohr. Das sind die Künstlernamen. Und jetzt stellt euch doch einfach noch so ein bisschen mal weiter vor, was man zu euch wissen könnte, nur ganz kurz und knapp, was vielleicht, wenn jemand euch jetzt nicht kennt, was jemand noch wissen sollte über euch und was ihr macht und heute macht. Also wir sind Schlange und Herbert. Ja, das ist schon mal alles falsch, was du gesagt hast. Okay. Wir malen Graffiti. Ja, da hast du recht gehabt. Und mal überlegen, was sollte der Zuschauer noch wissen? Das weiß Schlange bestimmt. Das war ziemlich mies auf jeden Fall. Wirklich, komplett haben wir drauf. Der Mann trinkt nämlich schon ein paar Stunden. Nee, über uns sollte man eigentlich gar nicht wissen, außer dass wir meistens im Raum Zentrum Berlin, sag ich mal, am Malen sind. Häufig auch mal zusammen, manchmal auch getrennt. Das ist immer so, wie unsere Freundschaftsbeziehung gerade so ist. Also wir streiten noch. Ja, hey, meine, das ist ja mehr so ein Streit. Zweckbeziehung, ja. Nennen wir es mal, so. Für den Hintergrund. Genau. Und ich für den Vordergrund. Und dann, ich bin die Background-Schlange und er ist der Vordergrund, Bias. Ihr habt ja schon so, sag ich mal, eure bestimmte Handschrift, also du malst Figuren. Figuren, genau. Ich kann Buchstaben nicht malen, ich krieg das nicht hin, die sehen immer krumm und schief aus. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache so fotorealistische Figuren, ja, weil die Leute leichter verstehen. Kann schon sein, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht, um es zu verstehen, aber das ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also es gibt Leute, die haben schneller einen Zugang dazu. Und manche Menschen finden da nie einen Zugang, aber was soll ich machen? Ich fand mal, das war vor ein paar, naja, sag mal, Monaten, war es noch abstrakter oder vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb oder zwei Jahren extrem abstrakt, sodass halt zum Beispiel ein guter Kumpel, über den wir vorhin gesprochen haben, dass der meinte, er kann jetzt mittlerweile gar nichts mehr erkennen. Und das ist jetzt so ein bisschen wieder zurückgegangen, dazu so ein bisschen einfacher, dass man auch schneller wieder sieht, aha, da ist ein Auge, da ist ein Hodensack zum Beispiel und da hängt das runter und da ist das. Dass man es ein bisschen mehr mittlerweile wieder schon besser erkennt für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so schnell. Das ist schon richtig, ja. Das ist immer so phasenweise. Manchmal habe ich sehr abstrakte Phasen, da langweilt mich die Realität und das Verständliche. Und dann kommen wieder Phasen, da mag ich es einfach. Ja. Und da werden die Figuren auch einfacher. Was machst du heute? Was ist heute dein Plan? Ja, ein Guppi. Ein Guppi? Ja. Kennst du ein Guppi? Ich kenn's unter Anglerfisch. Das Guppi ist ein. Nee, Anglerfisch hat damit nichts zu tun. Das ist so ein Fisch, der stirbt doch schnell mal weg. Meistens und im Aquarium zu finden. Eben. Ja, und so was habe ich mir gedacht. So schön ostig, Guppi, vielleicht noch ein Skalar dazu. Also. Und ist aber offensichtlich ein Fleischfresser. Das weiß man nicht. Du meinst wegen dem Gebiss? Aber ja, das könnte natürlich auch zur Abschreckung sein. Wisst ihr, dass er so eine fiese Zahnprothese hat, einfach um den Feind abzuschrecken. Abschrecken von Fressfeinden. Eben, genau. So. Ist ja im Tierreich. Die lassen sich ja echt einiges einfallen. Ja. Man weiß es nicht, was da passiert ist. Also, wir müssen gucken, wie das wird. Aber es sieht schon sehr interessant aus. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es am Ende aussieht. Und jetzt nochmal kurz zu dir, Boah, du machst Buchstaben. Graffiti. Das tut mir leid, wenn es jetzt irgendwie abwertend geklungen hat. Das sollte es absolut nicht sein. Das ist auch wichtig. Buchstaben, das sind halt die Leute, die halt nicht ordentlich malen können, die machen halt Buchstaben. Ach Quatsch. Das haben wir in der Grundschule gelernt. Tom halt eben nicht. Deswegen muss er halt. Dann war er krank als Buchstaben dran. Genau. Er hat dann noch ein paar Klassen übersprungen, als dann schon die Tiere dran waren. Und ich habe halt länger in der Grundschule verbracht und deswegen habe ich mich mehr mit Buchstaben auseinandergesetzt. Und ich hatte auch so Phasen, wo ich
sag ich mal, sehr so ein Buchstaben-Merenge gemalt habe, sag ich mal, so ganz viele Buchstaben ineinander, dass das dann irgendwann nur noch eine Fläche war. Das hat dann Tom nicht mehr so gefallen und hat dann das Ganze die Freundschaft aufs Spiel gesetzt. Ich habe den Kontakt abgebrochen, sagen wir es mal so. Ich wollte es jetzt so drastisch jetzt nicht sagen, aber genau so war es im Endeffekt. Hast du deine Arbeitsbeziehung? Genau, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt wieder zurück zu meinen Wurzeln, zurück zu lesbaren Buchstaben und dann ist das doch wieder so ein Hip-Hop-Graffiti, was Tom auch versteht. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema. Das kann man nachvollziehen. Genau, kann man nachvollziehen und wenn dann andere Graffiti-Sprüher kommen, die hauen einen dann nicht mehr auf die Fresse und das ist ja auch schön. Muss halt gucken, wo man bleibt hier auch. Gerade in Berlin ist ja, muss man schon mal sehen. Ist Krieg. Machen wir uns nicht vor, ist Krieg. Aufpassen. Und muss man aufpassen. Deswegen dürfen wir auch nicht sagen, wo wir jetzt genau sind, weil. Dann kriegst du nämlich aufs Maul. Der geht ganz schnell, dann kommen die alle aus allen Ecken. Nicht von mir, von anderen. Ja. Okay. Ja, so ist das. Das war wahrscheinlich das letzte Video jetzt. Ich denke ja. Ja. Sorry. Sorry. Wenn die Bullen kommen, könnt ihr auch sagen, ich hab's immer. Sowieso. Ja, der mit der Kamera hier. Steht außer Frage. Tom kommt ja immer mit Sketchen, total komplex. Ausgeplottert. Ich nehme auch immer einen Beamer. Ich lasse es immer ran beamen. Ja. Am besten einen Tag vorher schon, ja, dass die Wand dann schön warm ist, wenn ich komme. Richtig. Und dann, schön. Und dann wird nachgezogen. Schön. Nur und das mache ich natürlich nicht. Das macht Schlange denn für mich. Ja. Verstehe. Sehr interessant. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu dem Konzept, was ihr da jetzt beide macht. Und auch, also ihr habt euch da so ein bisschen angeglichen, sieht man jetzt so farblich und ja, auch förmlich, würde ich jetzt auch mal so ein bisschen sagen. Und das sieht alles schon mal sehr, sehr interessant aus. Die klassischen Unterwasser-Weltfarben. Lila und Orange. Mhm. Und genau. Also soll jetzt so ein bisschen eine Unterwasserwelt werden, wahrscheinlich. Ariel in schön. Wo macht man Streben? Wo lebt man eben? Unter dem Meer. Ariel in schön und genau, der Gegenentwurf zu Walt Disney. Hast du machst Freestyle oder vorher? Ich mach Freestyle. Also ich hab nur, also ich bin ein ganz schlechter Sketcher. Also hier, wenn ich hier Dijo seine ganzen komplexen Skizzen sehe, da kacke ich nur ab, also Wahnsinn, ja, kann ich nicht. Und ich glaube, ich werde es auch nicht nochmal lernen. Nee, das ist vorbei, nicht. Ne? Aber ich sketche dann halt so für mich an der Wand und manchmal. Ist ja auch besser für den Regenwald. Manchmal ist es auch besser für den Regenwald und vor allem, wie gesagt, ich langweile mich halt schnell, wenn ich dann eine Skizze gemalt habe und dann ist für mich dieses Bild geschehen. Ist alt schon. Also wenn ich das dann nochmal abmalen muss, kannst du hier durch Luft durchs Bild, es gibt ja, Probleme. Ja, naja, das könnte ein paar Sachen umreißen, denn. Aber. Danke. Das ist nicht meine Kamera, wa? Nee, aber für mich ist es dann halt alt und lohnt sich dann nicht nochmal das, auch was ich auf dem Blatt Papier gemalt habe, nochmal an die Wand zu malen. Also deshalb, wie dann nochmal das eigene Bild abmalen, das finde ich irgendwie im Kopf. Das war schon mal jetzt sehr informativ und ich hoffe eine gute kleine Einleitung für das, was jetzt noch passiert, denn ihr werdet jetzt nämlich die Wand weitermalen und ich werde euch jetzt nicht mehr weiter abhalten und ihr werdet es sehen und miterleben und hören und fühlen und riechen vielleicht auch irgendwann mal.
die haben wirklich ihre Sachen rüber immer so dachte so, drei, zwei Kronen, gar nicht. Zwei Kronen schwarz. Das ist halt, was hier drunter war. Die ganze Jungs auch. Okay, zu fotorealistischen Abstraktionen von Wesen. Einfach mal so. Das sind alle meine Realität. Ja. Das war sehr, sehr abgewandelte Form, aber trotzdem die hell Schatten- und Lichtverläufe dann irgendwann so ein Foto, also eine Art fotorealistisches Bild irgendwie bringen. Irgendwie. Das ist schon. Aus. Du malst hell nach dunkel oder dunkel nach hell oder kommt immer auf andere Malen. Ja. Oft ist es auch beides. Sanfte Fading kriegst du natürlich am leichtesten, wenn du von dunkel nach hell arbeitest. Ja. Aber manchmal musst du halt auch. Also da kommt auf den Effekt drauf an. Nachbessern. Die Highlights. Ja, ich habe ja dummerweise den ganzen Korallenmüll dahinter gemalt. Ah ja, okay, verstehe. Da muss ich die Helligkeit noch mal ein bisschen korrigieren, ja. Damit der Kontrast hier schöner wird. Ja. Und jetzt der Schnurrbart natürlich ein bisschen old. Geht halt los, da habe ich eine Idee für eine lustige Form. Ja. Und dann arbeite ich die aus. Manchmal geht ganz schnell. Ja. Dann habe ich innerhalb von 5 Minuten einen Mords, geilen Sketch, super Idee. Ja. Manchmal habe ich eine Anfangsidee, aber irgendwie komme ich nicht weiter, dann lasse ich die liegen, hole die nach ein paar Wochen wieder raus. Ja. Also ich stress mich da nicht. Okay. Ja. Ich habe halt keinen Bock, irgendwie so halbgare Sachen zu machen. Das ärgert mich dann nur. Da habe ich irgendwie einen Charakter gemalt, der mir nicht so richtig gefällt. Zeitverschwendung. Das stimmt. Lieber warten, bis das Ding so ist, wie ich mir vorstelle. Alles, mein ganzes alles. Umfeld. Ja. Ich gucke gerne auch Tierreportagen oder Naturreportagen. Denn wir Menschen, wir seltsamen Wesen, interessiert mich auch, wie wir uns selber zerstören. Bisschen tiefgründiger, also jetzt bei Merkel ist jetzt ein Beispiel, aber der zum Beispiel Lucky Cancer of Death heißt er, glaube ich, ne? Ist es? Weiß ich gar nicht, heißt der Lucky Cancer? Lucky Cancer? Ja, der Lucky Cancer heißt er. Cigarettes of Death. Cigarettes of Death. End the Cigarettes of Death. Ja, wie gesagt, also ich bin vorbeigelaufen und dachte mir so, okay, hörst du doch mal vielleicht lieber auf. Das hat mein Plan funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, also ich kenne ja mich mit Guppies nicht aus, aber haben die normalerweise so ein großes Rektum? Ja. Das ist ja viel Scheiß. Wir euch ja als Zuschauer nicht im Dunkeln tappen lassen wollen, dachte ich mir, machen wir kurz mal einen kleinen Lagebericht. Wie ist denn so die Lage? Oh, miserabel. Der Schlange ist nicht auftaucht bis jetzt. Also muss ich sagen, wir sind jetzt schon den dritten Tag heute. Jetzt. Ja, gut, die sagen dritter Tag, dritter Anlauf. Dritter Anlauf. Ja. War ja immer nur ein paar Stunden. Genau. So, es ist jetzt 14 Uhr. Schlange ist nicht an der Wand. Woran scheitert es denn jetzt? Sowieso an Schlange. Der ist immer schuld. Aber der konkret, jetzt fehlt irgendwie eine Farbe. Fehlen alle Farben, weil die Schlange die in seinem Auto hat. Und soll sich immer blicken lassen, der Kollege. Das kann ich dir sagen. Du hast jetzt noch ein bisschen weiter gemacht. Du machst jetzt noch eine Krake, sehe ich. Richtig. Hast du sehr gut.
gut erfasst, ja. Ja. Jetzt kommt die Frage. Die Krake sprüht Farbe in ihr Maul. Nee, das ist Spray gegen Mundgeruch. Ah. Müll irgendwie drin liegt im Wasser und dann auch ja, sowieso. Die Tiere damit irgendwas ja. machen, wie die, die Welt, das Bier Meere, und die Kippe. Ozeane und übersäuern ja. und somit riechen Kraken aus dem Mund. Eigentlich ist es ja eher ein depressives Bild. Immer. Immer. Alles, was sich mit der Menschheit beschäftigt, geht in diese Richtung. Ich hatte jetzt noch vorher gehabt, kurz noch deine Crew-Kollegen. Ich halte jetzt meinen Vortrag über The Weird Crew, den ich jetzt auswendig gelernt habe. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber ich habe mich versucht, etwas vorzubereiten ja, und werde nun die Mitglieder der Weird Crew aufzählen. Da ist zum einen der Herr von Biers neben mir. Zum nächsten der Nychus oder Nychus? Nychus wird da ausgesprochen, ne? Dann gibt es den Cone, die Frau Isa. Mal ein bisschen schneller hier, klar. Schneller, okay, schneller. Dann gibt's noch Dexter, Luke, Vidam, ja, ja. Lowbros. Ja. Die werden als Ena gezählt, war? Ja, wir zählen die mal als zwei Personen. Sehen wir mal, dann fehlt noch Ena. Fehlt noch Ena. Schlange kommt. Rookie. Rookie, the weird. Ja, da hab ich sie doch. Ich jetzt mal hier Schlange folgt. Ja, geht weiter. Geht weiter. Los, geht das. Schlange ist da. Ganz ruhig hier, den Fuß runterkacken. Ihr hört in den Nachrichten, dass nur noch 13% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 35 nur noch 13% regelmäßig einmal die Woche Alkohol trinken. Das nur noch. Muss man sich mal überlegen, wo die Gesellschaft hinsteuert ja, jetzt eben. Langsam. Also das geht auf jeden Fall bergab, steil. Ja. Und da sollten wir uns überhaupt überlegen, ob es da nicht irgendwelche Hilfsprogramme gibt. Ja. Wie finde ich den Weg wieder zurück zum Alkohol? Man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch ein riesen Wirtschaftszweig, richtig. Der da zu Bruch geht. Guckt dir alle großen Künstler an, die haben alle Drogen in jeglicher Form konsumiert. Und da gehört natürlich Alkohol als Einstiegsdroge ganz klar dazu. Nicht mit Bohr-Ale zu tun, sondern... Nee, Bohr-Ale ist eigentlich auch cool. Oder Balboa. Nee, der war schlecht. Nee, der kommt eigentlich hier aus der Schlangenwelt von der Boa Constrictor. Mehr so von diesen organischen Stylen, die ich gemacht habe. Also das ist so ein bisschen, wie sagt man, ja, dieser Schlangenbewegung angepasst war. Und dann dachte ich, das passt eigentlich ganz gut. Ich dachte, weil der Name Schlange ist, das wäre also nee, das kam erst danach. Tom. Ach so. Das kam erst danach. Du warst ja der Erste, der zu mir Schlange gesagt hat. Nee, ich hab's nicht nur Schlangenmann genannt. Ach, Schlangenmann. Hier in Berlin bzw. Paris, der damals so der Anti-Style entstanden ist. Ne? Ja, also, absolut. Dass man dann so richtig bricht mit all den... Ja, genau. Also ich habe auch viele Freunde aus dem klassischen Graffiti-Bereich, die den ganzen Anti-Style gar nichts anfangen können. Aber ich finde das total geil. Also, viele Sachen, die mir da richtig gut gefallen. Modern Jazz oder so, oder die ganzen Karl-Leute und so, richtig stark. Ich finde hier eine andere Wege. Die Miserable finde ich immer geiler, ja, muss ich sagen. Mega gut, also. Mega genial. Ganz starke Jungs und. Künstlerisch wertvoll. Nee, das Bild ist halt ziemlich unterschiedlich. Also, es ist da schon das wirklich krasse Veränderungen in jedem Bild haben. Das ist so mein Anspruch, ne? Ja. Aber es klappt natürlich auch nicht immer. Also man verfällt auch in alte Muster und ich glaube, jeder hat so eine gewisse Handschrift. Wiedererkennungswert ist auch was Feines. Ich versuche bloß nicht halt Schablonen zu malen. Wenn ich an die Wand gehe, ist mein Anspruch, dass ich halt jedes Mal irgendwas anders mache als beim letzten Mal. Und das kann natürlich häufig in der Form der Buchstaben sein, das kann aber auch mal in der Form der Technik sein. Es ist wichtig, dass man sich verändert, dass man ja immer wieder versucht, neue Wege zu beschreiten. Genau. Und wenn es mal ein Rückschritt ist, ist es auch nicht schlimm. Man macht halt zwei Schritte nach hinten oder eher nach hinten und zwei nach vorne, wie man so schön sagt.
mir egal, ihr könnt euch auch nebeneinander, übereinander, miteinander. Das ist mir Wurst. Wir sind ja in Berlin, da geht ja alles. In Berlin geht ja nichts mehr, außer brennende Schiffe. Da hatten die Dinger. Da hatten Schiffe brennt. Ehrlich? Heute oder was? Vorhin, eine Stunde her. Also wir haben mit geschafft, aus dem Winter heraus in den Frühling hineinzumalen. Ja, heute schon 9 Grad. Ja, war ja, die Bedingungen waren ja schon hart, sag mal. Also wirklich, für alte Männer ist das schon bitter. Weißt du, tut mir Knochen weh und so. Ja, das läuft ja alles nicht mehr so gut. Wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft. Es war lange wert, wird gut, sagt meine Oma. Also meine Oma jedenfalls. Und ja. Was sagt ihr denn selber dazu? Also ich finde es überwältigend, sag mal. Ernsthaft. Ja. Also ich finde natürlich hauptsächlich meine Sachen gut. Also Tom hat ja schon verkackt, aber. Nee, harte Kritik. Tom wieder hammermäßig einen rausgekickt. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich mit ihm male. Das haben wir ja vorhin schon geklärt, das ist ja keine Freundschaft, das ist eigentlich nur. Hat er vorgelegt. Oder wie war das? Vorgelegt. Das hat er vorgelegt, ordentlich. Hat er mal richtig ihn vorgelegt, genau. Da muss er mal nachlegen, aber. Nee, man will mich da auch nicht zu sehr in den Vordergrund heben, deswegen ist es schon ganz süß, dass Tom das gemacht hat. Also, ich muss sagen, vom, sage ich mal, optischen. Grad finde ich es durchaus ebenbürtig. Also auf einem sehr, 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 sehr hohen Level. Das zweite Mal, dass du gehen wolltest, oder wie? Wieso denn? Das ist mein Ernst. Ein Ding nach dem anderen. Das ist mein Ernst. Cooler Typ. Achso, du meinst jetzt, weil du natürlich besser bist in deinen Augen. Ja, natürlich. Schlange. Nicht in meinen Augen, das ist offensichtlich. Guck mal, Schlange, dem muss ich die Outlines abkleben, damit das irgendwie aussieht. Also wir kleben unsere Outlines immer ab, auch die Charakter sind alle abgeklebt. Ja, also machen wir das immer. Und diese ganzen Highlights und so, darauf sind Stencils. Also Tom sitzt dann immer zu Hause, schneidet dann die Schablonen. Ja. Also die Outline macht er so, ich klebe von rechts und links sozusagen und lasse in der Mitte eine kleine Linie und sprüht dann stencilmäßig einfach drüber. Schicht für Schicht, das ist ungefähr ein 200 Ebenen Stencil. Und das hat natürlich gedauert, deswegen hat es auch 3 Wochen jetzt gebraucht, bis wir fertig waren. Morgen werden da 2 Chrombomben drauf sein. Wahrscheinlich. Passt ja auch, ich meine. Wahrscheinlich. Das ist ja auch real. Wir sind ja in Berlin. Muss da halt immer. Ist Krieg, machen wir uns nicht vor. Ist Krieg. Wie du schon sagst. Krieg ist die Hölle. Nee, aber wirklich. Oh, auf jeden Fall müssen wir jetzt das Interview beenden. Wieso? Weil der Schatten auf der Wand ist und wir Fotos machen müssen. Alles klar, dann macht mal ganz wichtig. Ja, dann macht mal Fotos. Also, ihr seid zufrieden. Ja. Ja, schlimmer geht immer. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß und reinhauen. Danke. Thank you.
gibt ja schon immer so viele, also so einige Symbole, die bei dir immer wieder so auftauchen, wa? Wie zum Beispiel der Penis. Der Penis, das Pupploch. Das ist halt alles hier Verarbeitung. Man nennt mich auch den Muschi-Mann. Die Kippe, das Bier. Ja, das Problem ist, ich kriege wirklich mit krasser Regelmäßigkeit, also fast jedes Wochenende, einen Anruf von Schlange. Ja. Ja. Bei mir hier, Torben, jetzt hier so gut, irgendwie zu viel getrunken, hol mich mal vom Stahlrohr ab. Mal Stahlrohr fahren und Zwanglos 3. Da irgendwie von der Schaukel holen. Was ja die wenigsten wissen, ja, von dir, das kann er ja nicht schwimmen. Also im Sommer siehst du noch häufiger mal im Nichtschwimmerbereich mit so Schwimmflügeln. Dadurch hat er dann auch relativ dicke Oberarme, aber es ist halt alles nur Luft. Naja. Ja gut, der wird jetzt dann hart in der Spree, ne? Das wird hart in der Spree, aber wir haben was zu lachen. Das ist ja die Hauptsache.